Okay, besser als nichts. Nicht ideal, aber kann ich mitleben, glaube ich. Ach, wie schade, da ist wieder ein Sniper futsch und ein Sturmsoldat. Aber dafür wurde Wendelin befördert und die anderen auch, das ist gut. Befördert in der Art, dass er jetzt eine neue Psi-Fähigkeit bekommt, nämlich ich habe die Wahrheit zwischen Psi-Inspiration und Psi-Panik. Psi-Panik versetzt das Ziel in der nächsten Runde in Panik, wenn sein Wille gebrochen wird, funktioniert natürlich nicht bei Robotern, zwei Runden ab Klingzeit. Bin ich nicht so überzeugt von. Das ist nur dann cool, wenn man sehr, sehr, sehr hohen Willenswert hat und 74 ist jetzt nicht unbedingt der höchste Wert. Deswegen nehme ich wahrscheinlich Psi-Inspiration. Bei allen Verbündeten im Kreis von drei Feldern den Wiesentrip beendet den und sowie die Panik und stärkt ihre Willenskraft drei Runden lang um plus 30. Das ist cool. Nehme ich mit. Ist gut, wenn wir mal irgendwelchen Gegnern mit Psi-Fähigkeiten gegenüberstehen. Dann, Sturmsoldat wurde befördert, du kriegst natürlich das Schnellfeuer. Super aggressive Vorgehensweise für einen Sturmsoldaten aus meiner Sicht. Dann, wir haben endlich Gefechtsscanner. Jawoll. Sehr schön, wir haben zwar leider zwei verloren, aber bei dem Rang ist es noch verkraftbar. Ein paar Sachen gekriegt. Ein bisschen Meld haben wir sogar gekriegt, wahrscheinlich von den Gegnern. Drei Mektoidenkerne, weil keine Ahnung, was ich damit soll. Aber gut. Das erste, was wir nun machen, Einrichtung bauen, ein Satellitenkontrollzentrum und noch ein Satellitenkontrollzentrum. So, da ich ja nicht genug für den Satelliten Nexus habe, kriegen wir trotzdem genug Satelliten ins All im nächsten Monat und wir sind fein raus. Dann gucken wir mal kurz. Im nächsten Einsatz kommen wahrscheinlich mit ihr sechs hier. Also wichtig sind in dem Fall die beiden. Die kommen dann noch dazu. Unterstützer und ein Heavy, oder? Wie sieht's hier aus? Wir haben so viele Unterstützer. Ich glaube, ich brauche wieder ein paar neue Soldaten. Ja, wir brauchen neue. Wie sieht's mit Orden aus? Haben wir noch Orden? Ja, aber keine, die ich jetzt aktuell vergeben möchte. Oder? Eigentlich wäre es sinnvoll, den zu vergeben. Macht aktuell noch keinen Sinn. Wie sieht es mit dem Ding aus? Das würde ich ja am liebsten einem etwas offensiveren geben. Also der vierten Person, die unsere Truppe aufgenommen wird. Und immer dabei ist, aber kein Scharfschütze ist. Weiß ich noch nicht genau. Weiß ich noch nicht genau. Es sieht bisher ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir sollten demnächst, glaube ich, auch mal für nach Exalt wieder scannen, oder? Wie sieht's aus mit Exalt? Wir haben kein Geld für einen Scan. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Geld wir brauchen. Brauchen wir 50 oder 100? Naja, hier sieht man auch gleich das Problem. Großbritannien auf 5. Also auf 5. Okay, dann Panik in Kanada. Panik in Großbritannien. Und wir scannen Aktivitäten. Titanrüstung, neues Forschungsprojekt. Forschungsprojekt Codename Golem. Die Titanrüstung gehört zu den schwersten Schutzanzügen und wird unter Verwendung eines außerirdischen Elements hergestellt, dem sogenannten Illerium. Es sorgt für eine ständige Servounterstützung des Trägers im Gefecht. Da unser Vorrat an diesem Element sehr knapp ist, haben wir versucht, es in unsere Entwicklungsprojekte auf die effizienteste Weise einzusetzen. In diesem Fall versorgt die Illerium-Brennstoffzelle ein integriertes Kühlsystem, das dazu ausgelegt ist, durch Regulierung der Körpertemperatur die Ermüdung des Trägers zu minimieren. Dieses System verleiht der Titanrüstung zusätzlich eine verstärkte Widerstandsfähigkeit gegen Gefahren wie Feuer und Gift. Wir werden die Titantechnologie auch in unsere Mech-Entwürfe mit einfließen lassen, sodass wir die Mech-2-Anzüge auf die neue Mech-3-Konfiguration aufrüsten können. Das ist sehr cool, denn sobald wir dann Mechs bauen werden, was bald der Fall sein wird, können wir gleich den besten Mech herstellen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Titanrüstung. Diese Titanrüstung gehört zu unseren schwersten Modellen und bieten verstärkten Schutz vor diversen Umweltgefahren wie Feuer oder Gift und natürlich gegnerischen Beschuss.
Neuer Mech verfügbar, Mech 3 Paladin mit den Fähigkeiten Elektroimpuls oder Annäherungsminenwerfer. Mechs können mit diesem flächendeckenden Stromschlaggerät alle Gegner in der Nähe verletzen und robotische Einheiten oder Feinde für kurze Zeit deaktivieren, lahmlegen, vermute ich mal. Annäherungsminenwerfer. Annäherungsminen können auf mittlere Reichweite eingesetzt werden und warten mit der Zündung, bis sich ein Gegner nähert. Coole Sache, wir haben nur leider noch keinen Mech. Als nächstes Berserker-Autopsie, würde ich mal sagen, weil warum nicht? The men are calling this beast the Berserker, although it shares the same structure as the Muton. For reasons yet unknown to us, the Berserker seems to be consumed by bloodlust with little regard for its own safety. Forschungsbericht, Codename Anaconda. Auch wenn es den bislang katalogisierten Mutons ähnelt, ist dieses Exemplar anders als der Rest seiner Spezies. Unsere Soldaten nennen es den Berserker wegen seiner uncharakteristisch aggressiven Taktik im Gefecht. Es weist zwar den gleichen Körperbau auf wie die anderen Mutons, aber aus bislang unbekannten Gründen scheint der Berserker in einer Art Blutrausch zu kämpfen. Er stürzt sich in den Kampf ohne Rücksicht auf eigene Sicherheit. Die aktuellen Theorien über den Grund dieses Verhaltens haben uns veranlasst, mögliche genetische Manipulation der endokrinen Drüsen des Testsubjekts zu untersuchen, beziehungsweise der Drüsen, die in diesem Fall männliche Hormone auszuschütten scheinen. Wenn die Aliens diese Drüsen verändert oder vergrößert hätten, könnte das die Ausbrüche des Berserkers erklären. Ja, und damit haben wir zwei neue Sachen, nämlich einmal die Kampfstimulantien. Dieser kräftige Stimulantien-Cocktail wurde aus einer Chemikalie destilliert, die in den Drüsen der Mutant-Berserker vorkommt. Er verleiht unseren Soldaten kurzfristig einen Schub auf die wichtigen Werte. Ich weiß nicht genau auf welche Werte. Wenn es nur sowas wie Crit-Chance ist, kann ich darauf verzichten. Und was auch cool ist, Neuraldämpfung. Hilft mit plus 20 Willenskraft bei der Verteidigung gegen Psi-Angriffe und macht immun gegen Panik. Steht der Soldat unter Gedankenkontrolle, endet diese Kontrolle und der Soldat wird stattdessen eine Runde lang betäubt. Sehr cool, sehr cool. Dann, ich möchte als nächstes das Jagdflugzeug endlich erforschen. Pfeifenwerfer aus Plasmagewehr, wir kommen mit unseren aktuellen Waffen eigentlich recht gut zurecht, aus meiner Sicht. Deswegen, das Jagdflugzeug. Hyperwellenkommunikation ist mir erstmal egal. Jagdflugzeug, her damit. Dann haben wir nämlich im nächsten Mod auch das Geld dazu und dann kriegen wir mal ein paar neue Abfangjäger. Aber nun weiter scannen. Halt, Moment. Nee, doch, passt schon. Alles gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen Geld zurückgekriegt und wir können jetzt wahrscheinlich eine verdeckte Operation, genau, Aufklärungsscan gegen Exalt. Machen wir. Intel scan complete. Positive ID on Exalt cell locations. Eine verdeckte Operation gegen Exalt. Wen schicken wir da rein? Haben wir einen Sturmsoldaten zur Verfügung, den wir da reinschicken können? Nö. Wir brauchen dringend neue Leute. I wonder if it was all worth it. For the aliens, I mean. Na gut, dann nehmen wir halt ihn hier. Ryan Berry, kommt jetzt aber mit. Kriegt jetzt hier eine Laserpistole, ein Scope und Pulsbogen. Gebe ich dir einen Pulsbogen? Ich gebe dir einen Pulsbogen. Bitteschön. Covert Operative deployed to disrupt Exalt Cell in India. Und dann kriegen wir gleich nochmal ein bisschen Geld wieder. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Das Ganze musste ich jetzt sechsmal wegklicken, weil ich natürlich die Satelliten noch einzeln alle in Auftrag gegeben habe. Aber das ist ja wohl verkraftbar. Es sieht recht gut aus aktuell. Wir haben Geld. Überleg nur, was ich damit mache. Wir scannen erstmal noch ein Stückchen, oder? Ja. Anfrage von Brasilien für Muton-Leichen. Wir kriegen Wissenschaftler dafür. Die führende brasilianische Genetikforschungsfirma glaubt, dass die Mutons den genetischen Schlüssel zu selbstheilendem Gewebe besitzen. Ihr Forscher ist bereit, uns alle nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn wir ihm erlauben, die Mutons zu untersuchen, die wir im Moment haben. Für 4 Wissenschaftler? Weiß nicht. Brauche ich die Mutons zwangsweise, wenn ich mir mal kurz den Schwarzmarkt angucke? Mutons. Ich weiß nicht genau, wofür ich die brauche, aber
Wir machen das jetzt einfach mal. Was soll's? Gegenstände ausliefern. Bitteschön. Und damit haben wir auch gleich schon ein paar Wissenschaftler mehr, nämlich 49. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir scannen nach Aktivitäten. Und da haben wir ein neues UFO. Das ist gelandet. Oh, das ist gelandet. Ein gelandetes UFO, das wird lustig. Gut, wenn das UFO gelandet ist, würde ich mal sagen, bereiten wir uns mal kurz vor. Einmal, wo ist Unterstützer? So, so. Wir haben keine Ausrüstung mehr. Da müssen wir auch mal eben kurz gucken, dass wir es ändern. Uns fehlt so ein bisschen die Ausrüstung gerade. Bewaffnung, schwerer Laser. Schalenrüstung, würde ich sagen. Ob du jetzt Granaten mitnimmst oder nicht, ist eigentlich egal. Da müssen wir mal eben schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen ein paar bessere Sachen haben. Haben wir noch ein paar bessere Sachen? Kaufe Gegenstände. Denn wir können jetzt immer zwei Sachen mitnehmen. Hier so ein Chitinpanzer wäre eigentlich recht cool. Kostet aber ordentlich Geld. Ich überlege gerade, zwei Chitinpanzer zu kaufen. Eine Geistergranate wäre auch super. Allerdings nur bei Wendelin. Wollen wir mal so eine Geistergranate herstellen? Ja komm, wir bauen einfach mal eine. So, Geistergranate. Dann will ich den Chitinpanzer, glaube ich, noch haben. Ja, wir holen uns jetzt auch den Chitinpanzer. Dafür besuchen wir mal kurz den Schwarzmarkt und hauen jetzt endlich mal hier. So. Mal von den Exalt-Sachen weg. Die brauchen wir sowieso nicht. Da fragt auch irgendwie keiner nach. Dann. Nein. Hier. Ein Chitinpanzer. So. Jetzt können wir nämlich. Halt. Einen unserer Soldaten mit dem Chitinpanzer ausrüsten. Müssen wir kurz gucken. Wer von euch hat denn hier fast für eine Rüstung? Welche Rüstung hast du? Nein, das ist nicht die Rüstung. Die Schalenrüstung. Dann nimm mal den Skelettanzug. Und du kriegst auch eine andere Waffe. Nämlich den Streulaser. Eigentlich würde es mich reizen, dir einen Chitinpanzer zu geben. Boah, hättest du dann viel Leben. Hoho. Da du sowieso immer so weit vorne stehst, wäre das aus meiner Sicht gar nicht so übel. Wir gucken mal, vielleicht können wir gleich noch einen Chitinpanzer herstellen. Auf jeden Fall, wende die in Bewaffnung. Du statt den Granaten hier kriegst du jetzt eine Geistergranate. Die dürfte, glaube ich, sehr cool sein. Die dürfte sehr cool werden, glaube ich. Dann, du. Du brauchst noch irgendwas anderes. Weil ich werde nicht mit vier Granaten um mich schmeißen, mit einer Person. Können wir noch irgendwas anderes herstellen? Schwarzmarkt, komm mal her hier. Kriegen wir noch irgendwie 50 Sachen zusammen, wenn ich einfach mal sage, wir kaufen hiervon welche, davon welche, davon was. Dann wäre 12. Wie viel brauchen wir? Irgendwas mit 60, glaube ich. Bisschen Illyrium raushauen? Ich würde es eigentlich nicht machen. Das sind so wenig Sachen, die ich so... Mactuin-Kerne, die braucht man zum Bauen von Mechs. Ich habe eigentlich nicht vor, so viele Mechs zu bauen. Ich würde davon mal zwei weggeben. Sonst noch irgendwas? I'm receiving you. Negative. We confirmed that contact was invalid hours ago. 10 davon. Kaufe Gegenstände. Ich will jetzt hier noch so ein... Wo ist es? Noch ein Chitinpanzer haben.
So. Prima. Das kriegt nun... Er hier. Einfach weil ich Angst habe, dass es sonst drauf geht. Prima. Du überlebst doch ein bisschen länger. So, wir haben nun... Ich überlege gerade unserem Sniper die Sachen hier wegzunehmen wieder. Also das hier, die Nanofaserweste. Und dann stattdessen ihr zu geben. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Hier. Wir lassen es so. So wird es sein. Das ist unser Team für den nächsten Einsatz. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesen Parts XCOM Enemy Within. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.